Ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, liebe Bianca. Schönen guten Abend, hallo. Toll, dass es heute Abend geklappt hat mit uns beiden. Wir haben ja beide noch was vor. Wir müssen ja noch arbeiten ein bisschen heute. Umso schöner. Ja, heute Abend habe ich Bianca Kittler ins Interview eingeladen. Sie ist ehemalige Teilnehmerin in meinem Pure Women Kurs. Um genau zu sein, warst du in der Beta-Version dabei, also dem Kurs, den es noch gar nicht gab. Und hast den dann aktiv mitgestaltet mit den anderen Teilnehmerinnen zusammen. Und über den Weg gelaufen, so virtuell sind wir uns aber schon eigentlich immer mal wieder früher zwischendurch, über die Öle, in den Gruppen, wo wir uns so bewegen. Und ja, ich finde es ganz toll, dass du beim Kurs dabei warst und heute Abend hier bist und uns etwas erzählst zu deiner Arbeit. Da bin ich jetzt sehr gespannt, liebe Bianca. Ja, danke, liebe Andrea, für die Einladung. Ich bin Osteopathin und Physiotherapeutin und auch Trainerin und verwende auch da die ätherischen Öle. Teilweise, je nachdem, wo es eben gebraucht wird, zur Unterstützung und liebe diese Öle seit 2017. Ja, ganz grob. ganz grob, genau. Ganz, Ja, ganz dann grob zu mir. bist du ja noch gar nicht so viel länger mit den Ölen unterwegs von Young Living als ich. Ich ja seit 2018 bin ich mit denen in Berührung gekommen und habe vorher schon mal in der Aromatherapie so rumgeschnuppert. War für dich denn gleich klar, dass du die in deiner Arbeit integrierst? Zuerst waren die Öle nur für mich. Also ich habe gemerkt, dass die Öle mich beim gesunden Schlaf unterstützen und das war für mich sowieso das Wichtigste erstmal. Mein Schlaf war ein bisschen unterbrochen und ich habe gemerkt, dass ich einfach mit den Ölen entspannen kann und mein Stresslevel, also dass ich zu mir komme, dass ich zu mir finde und dann besser durchschlafen konnte auch. Einschlafen, durchschlafen, mit den Ölen meditieren, ist hervorragend. Ja, absolut. Und wann bist du auf die Idee gekommen, hey, das könnte ja auch was für meine Arbeit im Trainerbereich sein, als Osteopathin? Wie verbindest du da die Öle? Und mich interessiert natürlich auch, was ist denn da so der aktuelle Dauerbrenner an Öl? Dauerbrenner. Also am liebsten in der Therapie lasse ich die Diffuser laufen, tatsächlich, also diesen Kaltvernebler, dass der Raum schön duftet. Und dann nehme ich sehr, sehr gerne Zitrusöle. Zitrusöle sind einfach, also wer an der Zitrone, an der Orange riecht, der hat einfach ein Lächeln im Gesicht, ja. Und wenn jemand in den Raum reinkommt und es riecht schon mal gut, das, da ist schon mal die erste Hürde gebrochen, ja. Auf jeden Fall, Die ja. Leute sagen immer, ach, das riecht aber so gut bei Ihnen oder bei dir, je nachdem, wie ich mit den Leuten spreche oder die mich kennen. Und es ist natürlich auch, dass die Leute dann erstmal runterkommen und da schon mal vom Stress runterzukommen, sich wohlfühlen, das ist schon mal die erste Hürde zur Therapie, also zum Gesundwerden. In der Osteopathie sucht man ja auch nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit. Und das gefällt mir schon mal viel besser als bei der Physiotherapie, wenn man wirklich Diagnosen und Strukturen behandelt, ohne jetzt wirklich die Gesundheit zu suchen. Und die Öle suchen ja auch die Gesundheit. Die unterstützen ja immer das Gesunde. Ja, auf jeden Fall. Und total spannend, dass du die auch so für diesen Erstkontakt dann auch dir wirklich zunutze machst. Die sind ja dann quasi der Öffner, der Türöffner, wenn man so will. Und die Beziehung, das Vertrauen, was es ja auch in der Osteopathie auf jeden Fall braucht, das ist dann gleich gegeben. Ja, spannend. Also Zitrusfrüchte. Und hast du ein persönliches Lieblingsöl gerade? Ich liebe Schwer, ja, ich weiß. fast alle Öle. Das ist, es kommt auf meine Situation drauf an, was ich gerade brauche, was mein Körper auch gerade sucht, was mein Geist sucht, ja. Also
Ich könnte jedes Mal, wenn ich ein Fläschchen öffne, könnte ich sagen, das ist mein Lieblingsöl. Okay. Ja, ich merke schon, geht es da ähnlich wie mir. Ja, ich hatte heute Morgen wahnsinnige Kopfschmerzen und habe mich irgendwie falsch bewegt. Da hätte ich auch sehr gut Osteopathie gebrauchen können. Hatte ich nun nicht da, habe ich mir dann in Fläschchenform gegönnt und so ein bisschen Jade, Lemon und Orange hier auf den Nacken gegeben. Und das wurde tatsächlich dann auch angenehmer, entspannender. Ich wähle die auch total intuitiv dann aus, die Öle. Und die haben mich da irgendwie angeschaut. Es war so ein bisschen frisch, fruchtig. Ja. Ja, und dann kam ja im Sommer der Beta-Kurs und du hast ja auch ganz brav das Bewerbungsformular, das ich dafür erstellt hatte, ausgefüllt und dich beworben. Und das war total neu für mich, einen Kurs zu machen, überhaupt einen Online-Kurs. Ich hatte nie vor, einen Online-Kurs zu haben. Und hätte man mich heute vor einem Jahr gefragt, ob ich jemals einen Online-Kurs haben werde, hätte ich gesagt, wahrscheinlich nicht. Eben mit ziemlich hoher Sicherheit sogar nicht. Dann kam ja, der globale Zwischenfall, sag ich mal. Und ich war gezwungen, mit meiner frisch geöffneten Praxis was anderes anzustellen. Und dann kam dieser Beta-Kurs, ja, in dem tatsächlich auch dann 20 Frauen waren und einen super tollen Kurs da mit mir gestaltet haben. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, Frauenöle, es ging ja in dem Kurs um das Thema Lebenszyklen und Zyklusphasen im Frausein. Ja, wie bist du dann in meinen Kurs gekommen? Einmal, also ich glaube, ich kam über den Newsletter. Du hast einen Newsletter, glaube ich, gell? Ja. Darauf, da bin ich direkt drauf aufmerksam geworden und habe gesagt, okay, da mache ich jetzt mit, da möchte ich mitmachen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Frauen endlich zu ihrem Körper stehen und zwar vollständig. Egal in welchem Zyklus wir uns befinden, ob wir die Periode haben und dass es nichts Schlimmes, nichts Ekliges ist, nichts Schmutziges oder sonst irgendwas. Und dass Frauen auch lernen, ja wirklich, wirklich lernen, ihren Körper zu lieben. Und es ist endlich Zeit, dass wir Frauen auch rausgehen und sagen, ja, so bin ich, so ist mein Körper und ich liebe meinen Körper. Wir Frauen sind viel kritischer mit unserem Körper, als Männer das oft sind. Und da können wir uns ein bisschen was abgucken, aber wir wollen jetzt hier auch gar nicht vergleichen. Und mich hat es sofort angesprochen, weil ich selbst früher sehr eine männliche Seite hatte. Ja? Und jetzt mich langsam auch dazu entwickle, die Transformation zur Weiblichkeit. Dass ich wirklich dazu stehe, ich bin eine Frau und ja, ich darf auch die Weiblichkeit leben. Mhm. Ich muss jetzt nicht hart sein. Ich darf mich auch mal fallen lassen. Und deshalb hat mich das super angesprochen und war sehr, sehr bereichernd. Ah, wie schön. Ja, und genau wie bei dir in der Osteopathie, wo du ja das Ganzheitliche, den ganzen Menschen, die Gesundheit oder den Prozess in Richtung Gesundheit begleitest, so ist auch mein Ansatz gewesen. Eben in, ich habe überlegt, mache ich was nur jetzt für die Frauen in den fruchtbaren Jahren, also die, die ihre Menstruation haben. Und dann dachte ich, dann begrenze ich das ganze Thema ja wieder. Und es geht ja eigentlich viel früher los. Bei den jungen Mädchen und davor schon, ne, was haben die für eine Einstellung zu ihrem Körper, wenn sie denn dann ihre erste Regel bekommen? Und da ist ja häufig schon das Thema so schambesetzt und problematisch im weiteren Lebensverlauf. Und dann geht es ja auch wieder weiter, wenn man dann Kinder bekommen will und wenn man dann welche hat und dann kommt die Menopause und auch das, so die Wandeljahre werden ja auch so als Schreckgespenst der Frau, wenn sie älter wird, gesehen. Und ich wollte das ganzheitlich dann von Anfang bis, ja, also Ende will ich nicht sagen, aber es ist ja ein Kreislauf einfach, ne? Den so abbilden. Und es war super toll. Ich hatte aus all diesen 6 Modulen dann Teilnehmerinnen, die da was zu beigetragen haben. Und ja, es ist was ganz Tolles entstanden. Und jetzt gehe ich mit vielen nochmal ins Gespräch, in den Kontakt. Und aus dem Kurs heraus ist ja dann noch ein Notizbuch entstanden,
weil das war mein Traum letztes Jahr tatsächlich. Ich wollte meinen Workshop und Vortragsteilnehmern in der Offline-Welt, in der ich ja bis März unterwegs war, immer mal was zum Schreiben mitnehmen. Was Eigenes von mir, ein Blog oder ein Notizbuch habe ich jetzt nicht dran gedacht, eher an so einen Blog. Und auch das hat sich dieses Jahr dann umsetzen lassen. Jetzt gibt es den Kurs Buchbar mit Notizbuch. Das hattet ihr alle noch nicht, das Notizbuch, aber jetzt ist es da. Und ich bin dabei, aus den ganzen Ritualen, Meditationen und noch ein paar Körperübungen extra, eben weil mir dieser körperliche Aspekt der Bewegung ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor im sich mit seinem Körper wohlfühlen, ne? Wird es noch ein Begleitbuch geben, was nächstes Jahr im Februar dann erscheinen darf. Also es ist was ganz Großes draus geworden, wo ich dann am Anfang dachte, naja, du kannst doch nicht einen Kurs anbieten, den es nicht gibt. So ist das. Und wie hat sich bei dir dieses Jahr entwickelt? Also musstest du irgendwas komplett verändern beruflich? Wie hast du das erlebt? Zu Beginn war es sehr viel Aufklärungsarbeit. In der Osteopathie ist es ein kleines Stück zurückgegangen. In der Physiotherapie auch erstmal, weil viele Angst hatten. Ich meine, es gibt ja die Witze, dass man mit Besenstiel oder so die Patienten dann behandelt, aber das funktioniert natürlich nicht. Ich habe dann, das Gesundheitsamt meinte, ja, wir sollen doch die Patienten auf den Bauch legen und gut ist, dann haben wir keine Ansteckungsgefahr. Also, ja klar, ich lege jeden Patienten direkt auf den Bauch, aber es funktioniert. Jetzt im Moment haben wir überhaupt gar keine Einbußen, also wir arbeiten ganz normal weiter. Wir haben gut zu tun, sehr gut zu tun. Und wir sind halt jetzt in noch größeren Stress. Nicht nur der Zeitfaktor, den wir eh schon haben. Ich meine, die Bänke sauber gemacht haben wir nach wie vor. Aber es ist halt, es sind noch mehr Handschuhe, noch mehr Mundschutz, noch mehr Lüften. Jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Das hält halt auf. Ich kann den Patienten ja nicht in Unterhose gleich wieder das Fenster schon aufreißen. Also, ja, das ist richtig. Das sind die Schwierigkeiten im Moment. Und sind denn die Verspannungen oder die körperlichen Bewegungseinschränkungen, sind die mehr geworden? Weil es ist ja ganz viel auch an Sport, auch bei Kindern. Ich habe es bei meinen Kindern gesehen, weggefallen. Also Gewichtszunahme ist dieses Jahr, glaube ich, auch ein Problem durch das ganze Homeoffice und sämtliche Sportarten, die jetzt nicht draußen waren, fielen ja weg. Hast du das gemerkt oder ihr in der Praxis? Also ich bin ja auch noch im Fitnessstudio tätig und das muss ja jetzt auch wieder schließen. Und das ist schon ein Problem. Die Gesundheit, also Sport oder Bewegung fördert ja auch die Gesundheit, ja? Ja, genau. Und deshalb, das ist so ein Zwiespalt zwischen, man atmet mehr aus und es ist vielleicht eine größere Gefahr. Aber ich sehe schon, dass wenn das Immunsystem gestärkt wird durch Sport, durch Bewegung, dann haben wir den Schutz ja von innen und nicht nur den Schutz von außen. Ja? Okay. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir einfach einen gesunden Lebensstil beibehalten, uns gesund ernähren. Und ich erlebe halt, dass die meisten schon eher ein bisschen zugenommen haben. Es sind wenige, die jetzt komplett außer Gefecht gesetzt sind, wie jetzt gerade die Sportstudios oder die Restaurants, dass die eben zu mehr Sport kommen jetzt momentan. Je nachdem, ob der Laden eben ganz zu ist oder ob die Essen to go oder sonst irgendwie. Also to go, es darf ja nur noch mitgenommen werden, aber nicht to go. Ja. Also ist ja auch nochmal das Problem, dass die eben, wenn die gar nichts machen, dann kommen die zu mehr Sport im Moment. Aber das ist der kleine Teil. Der Großteil bleibt wirklich zu Hause und igelt sich ein. Und dadurch sind auch viel mehr Stimmungsschwankungen. Ja, auch das. Das fällt mir persönlich viel mehr auf, dass die Leute aggressiv sind, gereizt. Ja, und da unterstützen mich die Öle, in meiner hohen Schwingung zu bleiben und trotzdem jedem Patienten, jedem Menschen mit Liebe entgegenzukommen und wirklich
mein Herz offen zu halten und ja, mit Dankbarkeit und Liebe jedem Menschen entgegenzukommen. Ja. So würde ich das. Und manchmal bekommt man dann sogar das Lächeln zurück und nicht gleich so. Ja, weil es gut riecht, ne? Das hatten wir ja ganz am Anfang, die Zitrusfrüchte. Genau. Ja, sehr schön. Ich danke dir, liebe Bianca, für den Einblick und für deine Erfahrung auch im Bereich Bewegung, Ernährung. Das ist ja jetzt nicht mein Sektor. Und daher ergänzen wir uns alle ganz wunderbar. Und ja, ich danke dir, dass du heute Abend hier warst. Und ja, wünsche dir gleich ganz viel Freude dann noch auf Arbeit. Ich dir auch einen guten Dienst. Ja, danke. Und wir sehen uns dann. Mach's gut. Tschüss, danke. Tschüss.